Ja, auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Ich freue mich auch, dass das heute geklappt hat, dass wir das Seminar nachholen konnten. Das ist das letzte Webinar für dieses Jahr und es wurde ja schon in der Ankündigung gesagt, das ist ein Thema, was die Praktiker natürlich immer sehr oft umtreibt. Und ich habe mir überlegt, wie gehen wir jetzt thematisch vor. Deswegen würde ich jetzt mal bitten, die Präsentation einzublenden. Ich möchte nicht direkt sofort in das Thema Durchstanzen einsteigen, sondern ich denke, um das Ganze verstehen zu können, die Problematik und die Fragestellungen, fange ich ein bisschen erstmal bei der Querkraft an. Diese Querkrafttragfähigkeit, die uns als konstruktive Ingenieure ja schon viele, viele Jahre umhertreibt. Schon sehr, sehr viele Forscher haben in diesem Bereich Untersuchungen gemacht. Und deswegen vom Aufbau her sehen Sie, wir haben einige Punkte. Hintergrundinformationen zur Querkraft habe ich schon gesagt. Nachher gehe ich dann anschließend auf den Durchstandsnachweis ein. Ein bisschen was zu den Flachdecken und zu den Fundamenten. Dann so zwei, drei Fragen, die immer wieder an uns herangetragen werden. Vielleicht ein paar Tipps und zum Schluss dann zwei bisschen größere Beispiele. Ich nenne sie jetzt einfach mal Beispiele mit Handrechnung. Und das werden wir dann nachher natürlich auch mit dem entsprechenden Programm sehen. Ja, warum treibt uns das Thema Durchstanzen immer wieder umher? Natürlich ist klar, die Architekten entwerfen immer größere Gebäude mit weiten Spannweiten, möglichst wenig Stützen. Das bedeutet einfach, wir kommen immer wieder in die Frage, wie tragen wir unsere Lasten ab und wie machen wir das mit möglichst schlanken Konstruktionen. Das Ganze kann man natürlich auch auf die Spitze treiben und die Spitze ist leider jetzt ein Bild, was ich mal zeigen möchte. Das ist ein Bild aus dem Jahre 1997. Da gab es eine große Katastrophe. Wir sehen das hier, ein Einsturz eines ganzen Gebäudeteils, typisches Durchstandsversagen. Man sieht auch hier in diesem Bild halt eben entsprechende Versagensszenarien. Und wir werden das später auch sehen. Das Thema Durchstandsversagen ist halt leider ein Versagen, was wir dann zum Schluss ohne Vorankündigung haben. Und deswegen müssen wir ein besonderes Augenmerk auf die Konstruktion legen. Bevor wir uns schwerpunktmäßig mit dem Durchstanzen beschäftigen, möchte ich nochmal einen Ausflug machen über die Querkraft. Und ich sage das immer so ganz spöttisch, bis heute gibt es eigentlich keine geschlossene Lösung, um die Querkrafttragfähigkeit wirklich anzugeben, und zwar bei Bauteilen, die keine Querkraftbewährung haben, also die typischen Plattentragwerke. Und hier sehen wir jetzt mal so ein ganz einfaches Beispiel, um auch das Tragverhalten noch mal ein bisschen zu verstehen. Natürlich ist das nur ein sehr, sehr einfaches Modell und beim nächsten Bild sehen Sie das auch. Die Risse, die ich da reingezeichnet habe, sind natürlich überproportional. Aber im Grunde genommen ist immer wieder die Frage zu stellen, wie tragen wir die Querkraft ab? Und in diesem Beispiel wäre das halt eben, die Querkraft wäre ja jetzt die Kraft F durch 2. Die muss irgendwie zum Auflager. Und da hat man halt in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viele Untersuchungen gemacht, die alte Generation kennt das wahrscheinlich noch aus der alten DIN 1045. Da haben wir Schubspannungen gerechnet, dann haben wir Schubspannungsbereiche gehabt und so weiter. Und die neuesten Erkenntnisse sind so, dass man sagen kann, für die Querkraft gibt es eigentlich drei Anteile, die abgetragen werden, wenn wir keine Querkraftbewährung haben. Und die habe ich jetzt einfach mal bildlich versucht einzutragen. Der erste Anteil, das ist, nennt man immer die Kornverzahnungskräfte. Das heißt, die Rissufer, die auftreten, nachdem sich die ersten Risse aufgestellt haben, diese Rissufer, die sind nicht glatt wie so ein kleiner Kinderpopo, sondern die sind rau. Das heißt, über diese Rauigkeit wird ein gewisser Anteil an Kraft abgetragen, an Querkraft. Der zweite Anteil, das ist die bekannte Dübeltragwirkung. Und deswegen ist es ja auch notwendig, wenn ich die Querkrafttragfähigkeit berechnen möchte, muss ich vorher abgeschätzt haben, was habe ich für eine Längsbewährung im Bauteil. Das ist auch wieder ein großer Schritt gewesen, Umstellung von der alten DIN 1045 auf die neue DIN 1045 oder jetzt auch den Eurocode, weil früher hat man diesen Längsbewährungsgrad so direkt eigentlich gar nicht berücksichtigt bei der Berechnung. Und man kann sich das ja vorstellen, dass natürlich diese Dübeltragwirkung immer größer wird, je größer natürlich auch der Bewährungsgrad in diesem Bereich ist. Und das Letzte, das kennen wir alle, das können wir schon aus den Bauwerken, die Römer gebaut haben. Es bildet sich natürlich immer bei so einem Bauteil ein Druckbogen, ein Bogen-Zugband-Modell. Und dieser Druckbogen, der sorgt auch dafür, dass ein Teil der Querkraft abgetragen wird.
Und alle drei Teile beteiligen sich natürlich jetzt am Lastabtrag. Wenn man das sich im Versuch angucken möchte, hier ein ganz einfacher Biegeversuch, hier oben werden die Lasten eingeleitet und dann sieht man jetzt im Versagensbild, es ist ein bisschen zu spät, wir sehen auf der rechten Seite ist das Bauteil schon wirklich versagt. Es wurde die Last eingeleitet und wir sehen hier Biegerisse, natürlich ist es schon durchgerissen, das Bauteil hat halt eben keine Tragfähigkeit mehr. Was wir aber schön erkennen, wir sehen einen Querkraftriss, der sich dort eingestellt hat und wir sehen auch ganz gut die Kornverzahnung, die ich Ihnen so ein bisschen gesagt habe, dass dort ein Querkraftanteil abgetragen werden kann. Und wir sehen auch die Dübelkraft unten, die natürlich eine Rolle spielt. Je mehr Längsbewegung wir dort in diesem Bereich einbauen, umso höher ist dann auch die Tragfähigkeit. Und das Ganze natürlich, wir kennen es schon, Druckbogen. Hier in dem Fall natürlich ist der Druckbogen schon zerstört, aber kurz vor dem Versagen war dieser Druckbogen auch noch intakt und hat auch noch geholfen, die Querkraft abzutragen. Die Zugkräfte natürlich, wie wir es kennen, senkrecht zu den Zugspannungen. So, und das Ganze kann man jetzt aber nur sehr, sehr schwierig in eine geschlossene mathematische Gleichung führen. Und deswegen hat man halt eben sehr, sehr viele Versuche gemacht und hat dann eine empirische Gleichung hergeleitet, die wir kennen, die aktuelle Gleichung aus dem Eurocode. Und wir sehen natürlich, dass jetzt diese direkte Übertragung aus dem Modell nicht möglich ist, aber wir erkennen zum Beispiel, dass wir hier zum Beispiel den Längsbewegungsgrad haben, der dort eine Rolle spielt in der Gleichung und dass wir auch indirekt einen Anteil haben, der über die Zugfestigkeit gesteuert wird. Wir sehen nämlich da in der Klammer steht ja das FCK, unsere charakteristische Zylinderdruckfestigkeit und die hoch ein Drittel, da liegen wir ungefähr bei der Zugfestigkeit. Natürlich sehen wir auch durch diese Formel, die Sie dort auch sehen, mit diesem K-Wert, dass der Maßstabseffekt eine Rolle spielt. Das heißt, die Abhängigkeit von der Dicke zur Tragfähigkeit wird damit mit diesem Faktor K berücksichtigt. Unten haben wir noch zwei Mindesttragfähigkeiten. Auf die Formel möchte ich jetzt aus Zeitgründen aber nicht mehr eingehen. So, das wäre das eine. Das heißt, wir haben die Tragfähigkeit eines Bauteils ohne Querkraftbewährung und wir haben einen rein empirischen Ansatz in der aktuellen Fassung des Eurocodes. Wie sieht es mit dem Fachwerkmodell aus? Da sieht es, ich sage jetzt einfach mal, einfacher aus, weil dort gibt es ein Modell, das ist schon sehr alt, das Fachwerkmodell von Emil Mörsch. Und der hat gesagt, wir haben ja einen Druckgurt aus der Biegung und einen Zuggurt. Und die Verbindung dazu, das sind die Zug- und Druckkräfte in den entsprechenden Werkstoffen. Und wir haben ein Fachwerk, was wir reinlegen können, hier in dem Fall jetzt mal ein bisschen allgemeiner gefasst mit einer schrägen Zugstrebe und rot dargestellt sehen wir die Druckstrebe und da können wir dann relativ einfach mit geometrischen Beziehungen im Grunde genommen die Kräfte berechnen. Wir können Gleichgewicht in 1 und 2 machen, das kennen Sie alle aus den Vorlesungen. Wir können die Druckstrebe nachweisen, dass die Druckstrebe eingehalten ist. Vielleicht nochmal ein Hinweis, verglichen mit der alten DIN 1045 von 88 haben wir das explizit nicht gemacht, diesen Nachweis so geführt, aber wir haben ihn doch immer geführt, weil, erinnern Sie sich dran, es gab da immer den Schubbereich 3 und das war im Grunde genommen der Grenzwert für die Maximaltragfähigkeit auf Durchstanzen. Und die Nachweise werden geführt, indem wir die beiden, sage ich jetzt mal, Fachwerke nachweisen, einmal die Druckstrebe, die Maximaltragfähigkeit und einmal die entsprechende Querkraftbewährung. Und aus dieser Überlegung bekommt man dann natürlich die bekannten Formeln, die Sie ja alle schon kennen. Und gesteuert wird das Ganze natürlich über den Neigungswinkel Cotangens Theta, den Neigungswinkel der Druckstrebe. Und das hat man früher, jetzt wieder ein Bild von der alten DIN 1045, das hat man über verminderte Schubdeckung gemacht. Dort hat man diesen Winkel halt eben entsprechend verändert. Wir können heute das einfacher machen. Wir rechnen uns den Cotangens Theta aus. Und dort spielt natürlich auch diese Tragfähigkeit eines Bauteils ohne Durchstandsbewährung eine Rolle, weil da rechnen wir den Reibungsanteil der Querkrafttragfähigkeit mit rein, hier unten dargestellt mit dieser Formel VRDCC. Jetzt schon mal einen Ausblick auf das Durchstanzen. Wir werden es gleich mit dem Durchstanzen starten. Was wir hier erkennen, und das sollten wir uns einfach mal merken, wir berücksichtigen diesen Traganteil, den wir haben, aufgrund der Rissreibung, dieser Anteil,
in der Formel Cotangens Theta, das hat man früher auch gemacht, das heißt, wir machen unseren Neigungswinkel einfach entsprechend flacher, bekommen dann entsprechend geringere Querkraftbewährung oder Schubbewährung, so hat man es früher gesagt, heraus. So, jetzt, und diese Formel, die sollten wir uns einfach mal im Hinterkopf behalten, weil die ist doch anders formuliert wie die Formel, die wir gleich beim Durchstanzen haben, obwohl es ähnliche Effekte sind. Gehen wir zum Durchstanzen jetzt. Und das wissen Sie natürlich alles, erstmal ein paar Sachen grundsätzlich. Das im Wesentlichen tritt es bei Flachdecken auf und bei Fundamenten. Und was wir auch wissen, wir führen im Grunde genommen zwei unterschiedliche Nachweise, ja. Wir führen die Biegetragfähigkeit von einem Bauteil und wir führen die Querkrafttragfähigkeit. Und wir machen eigentlich keinen typischen Interaktionsnachweis, wie wir es im Stahlbau zum Beispiel kennen. Und man kann aber sagen, dass das Durchstanzen, das ist eigentlich ein Sonderfall der Querkraftbeanspruchung. Und deswegen stehen diese beiden auch in einem engen Zusammenhang. Und deswegen habe ich auch gesagt, zu Beginn mache ich nochmal 10 Minuten Zusammenfassung, was war da mit der Querkraft. Und wir merken uns nur zwei Modelle, ein Modell für Bauteile ohne Querkraftbewährung und ein Modell mit Querkraftbewährung. Dieses Thema Flachdecke hat natürlich schon viele, viele Ingenieure umhergetrieben und ich möchte einfach mal ein ganz bekanntes Bild Ihnen zeigen. Das ist das bekannte Bild von Robert Mallard. Der hat damals hier dieses Bild aus 1908, sehen wir, auch Belastungsversuche gemacht, hat sich auch Gedanken gemacht, wie kann man die flachen Decken bauen. Wir sehen auch hier in dem Bildchen so ein bisschen angedeutet, dass es sich hierbei um eine Decke handelt, die auch eine Stützenkopfverstärkung hat. Also schon sehr früh wurden dort Untersuchungen gemacht. Und jetzt stellen wir uns einfach die Frage, wie trägt denn jetzt so ein Bauteil bei so einer punktförmig gestützten Platte die Lasten ab? Und wir machen es uns erstmal einfach. Wir sagen, das einfachste Modell wäre, es wird rotationssymmetrischer Lastabtrag angesetzt. Wir kommen nachher noch drauf, dass es natürlich Stützenstellungen gibt, die keinen rotationssymmetrischen Lastabtrag haben. Das werden wir dann mit Beiwerten berücksichtigen. Dann ist es auch klar, dass es eine gegenseitige Beeinflussung gibt zwischen der Biegetragwirkung und der Durchstandstragwirkung. Also beide beeinflussen sich miteinander. Und gerade in dem Übergangsbereich, wo die Decke in die Stütze einbindet, dort haben wir sehr, sehr große Beanspruchung und das endgültige Versagen, die höchste Tragfähigkeit, findet dort statt. Ich spreche das deswegen schon mal an, weil wir genau auch nachher einen Nachweis mal führen, wo wir versuchen, mit einer besonderen Konstruktion die Tragfähigkeit in diesem höchst belasteten Durchstandsversagen zu erhöhen. Ja, da komme ich später noch drauf zu sprechen. Wenn wir uns das Ganze jetzt ein bisschen bildlich vorstellen wollen, vereinfacht, da sehen wir hier unsere Decke, einen Ausschnitt draus. Wir sehen die Lasten, wir sehen die radialen Risse infolge der Biegebeanspruchung. Wir sehen bei weiterer Laststeigerung dann tangentiale Querkraftrisse. Und irgendwann verbinden sich diese Risse und wir kriegen dann an einer gewissen Stelle unseren Durchstanzen. Das wäre so sage ich mal, wenn man einen Versuch macht, diese verschiedenen Laststadien. Und da müssen wir jetzt einfach auch unterscheiden, haben wir ein Bauteil ohne Durchstandsbewährung oder haben wir ein Bauteil mit Durchstandsbewährung? Und da sehen wir schon die Analogie zur Querkraft. Wenn man sich jetzt mal so eine Decke durchschneidet nach einem Durchstandsversuch, dann sieht das Ganze so aus. Hier sehen wir das ganz gut. Den Durchstandsriss, der ist hier dargestellt. Ich habe das mit Gelb nochmal ein bisschen deutlicher gemacht. Und wir sehen auch indirekt den Neigungswinkel dieser schrägen Druckstrebe, die sich dort einstellt. Und wir sehen natürlich auch unser entsprechendes Fachwerkmodell, wenn wir Durchstandsbewährung haben, die Zugstreben einmal aus der Biegung und einmal natürlich aus der Querkraft bzw. den Durchstanzen. Also können wir festhalten, die Zugbeanspruchung, ich denke, das ist jedem klar, wird von der Biege- und Durchstandsbewährung aufgenommen. Was anderes gibt es nicht. Den Beton müssen wir in dem Bereich weitestgehend vernachlässigen. Und die Druckbeanspruchung, die wird vom Beton aufgenommen. So, und wenn wir uns jetzt diesen Versuch, den wir eben hier im Schnitt sehen, mal von unten ansehen, dann erkennt man ganz gut auch mal dieses Durchstanzen. Wir sehen den kritischen Rundschnitt dort, wir sehen unten unsere Längsbewährung und wir sehen wirklich, wie dann dieser Kegel sich aus der Decke herausdrückt. Und das wurde jetzt natürlich schon von sehr, sehr vielen Hochschulen untersucht. Es wurden viele, viele Parameterstudien gemacht.
in Abhängigkeit von der Plattendicke, in Abhängigkeit von der Materialfestigkeit, in Abhängigkeit vom Längsbewährungsgrad und so weiter. Und dort wurden Formeln entwickelt, die wir aktuell jetzt in dem Eurocode wiederfinden. Warum, jetzt kommen wir nochmal zurück auf das erste Bild, diese Katastrophe bei diesem Einsturz. Warum ist das so gefährlich? Das hat damit zu tun, Sie sehen das in dem Bild. Normal wollen wir immer, wenn es geht, ein duktiles Bauteilverhalten, das heißt nach Erreichen der Maximallast, dass wir da noch deutlich weitere Verformungen bekommen und kein schlagartiges Versagen. Und bei hochbeanspruchten Stützen ist es leider so, das sehen wir hier rot dargestellt, dass ab einer gewissen Verformung wird die maximale Tragfähigkeit erreicht. Steigere ich die Verformung, die Last weiter, geht auf einmal die Verformung nach unten und wir sehen dieses, ich nenne es jetzt einfach mal spröde Verhalten. Und deswegen müssen wir für dieses Durchstanzen wirklich sorgfältig planen, dass wir das vermeiden. Jetzt gucken wir uns vier Bilder an und das ist das Gute an der Sache. Wenn Sie sich diese vier Bilder nur als Bilder merken, und ich kann mir immer am besten solche Bildchen merken, dann verstehen wir nachher auch, warum es vier Formeln gibt und was diese Formeln eigentlich aussagen. Und zwar das erste Bild dazu, und jetzt komme ich wieder in die Analogie zur Querkraft, wenn Sie sich daran erinnern, war das Bauteil ohne Querkraftbewährung. Genauso sieht es jetzt hier aus, und zwar ein Bauteil ohne, und jetzt Durchstandsbewährung. Wir sehen das Versagen, wie sieht es aus? Es bildet sich ein schräger Riss. Wir haben ja keine Durchstandsbewährung vorhanden. Und es bildet sich ein Riss mit einer gewissen Neigung. So, das ist das charakteristische Versagensszenario, wenn ich ein Bauteil belaste im Versuch und baue keine Durchstandsbewährung ein. Vergleichbar mit dem Bauteil mit der Querkrafttragfähigkeit ohne Querkraftbewährung. Dann gibt es zwei unterschiedliche Versagensszenarien, wenn ich Durchstandsbewährung einbaue. Und zwar hier dargestellt, einmal auf der linken Seite sehen wir jetzt zum Beispiel hier Doppelköpfe. Das heißt, das Versagen tritt auf, indem die Durchstandsbewährung versagt. Und auf der rechten Seite, da sehen Sie das Versagen außerhalb von dem Querkraft- oder von dem durchstandsbewährten Bereich. Da versagt das Bauteil. Das ist auf der rechten Seite dargestellt. Also haben wir schon mal drei Formeln. Also ohne Durchstandsbewährung, die erste. Dann haben wir das Versagen der Durchstandsbewährung. Und das dritte, das Versagen außerhalb des durchstandsbewährten Bereichs. Und jetzt fehlt noch die vierte und letzte. Und das ist die Maximaltragfähigkeit. Da bildet sich ein sehr steiler Riss direkt am Anschnitt. Und das führt zur Maximaltragfähigkeit. Und jetzt schon von vornherein, zwischen dem ersten Bild, Bauteil ohne Durchstandsbewährung, und dem zweiten Bild liegt eine Lasterhöhung, wenn ich jetzt rein mit Bügel bewähre, von 40%. Wir kommen gleich auf den Faktor mit 1,4. Und dann werden wir uns gleich unterhalten, wie das aussieht, wenn wir andere Durchstandsbewährungen einbauen. Grundsätzlich ist das Nachweisverfahren übersichtlich und verständlich. Das heißt, wir weisen einfach nach, dass in allen Bereichen die einwirkende Kraft oder hier in dem Fall eine Spannung kleiner ist wie die aufnehmbare Spannung. Und jetzt kommt genau die Analogie. Jetzt haben wir vier verschiedene Tragfähigkeiten. Die erste ohne Durchstandsbewährung, erinnern Sie sich ans erste Bild. Die zweite mit Durchstandsbewährung, ja. Und zwar die Maximaltragfähigkeit. Das heißt, wenn wir im Grunde genommen diesen steilen Riss haben, den Sie eben im letzten Bild gesehen haben, das wäre dieser Wert, VRD Max. Dann haben wir die Querkrafttragfähigkeit im inneren Nachweisschnitt mit Durchstandsbewährung. Und als letztes noch die Tragfähigkeit außerhalb vom durchstandsbewährten Bereich. Und damit können wir zusammenfassen. Wir haben vier Bilder gesehen, vier Versagensszenarien. Und diese Tragfähigkeiten können wir mit diesen vier Formeln, die wir gleich auch sehen werden, mit diesen vier Formeln können wir die berechnen. Jetzt ist die Definition gewesen, wie definieren wir diesen typischen Rund, diesen Kreis, diesen Durchstandsbereich.
Und das wurde im Eurocode wie folgt gemacht. Sie sehen das hier. Ja, im Abstand 2 mal D, und D ist in diesem Fall die statische Nutzhöhe von unserer Decke. Also im Abstand 2D. Und dort gibt es jetzt im Eurocode oder auch in der weiterführenden Literatur natürlich zahlreiche Informationen, wie Sie diesen kritischen Rundschnitt definieren müssen. Einmal für die Standardfälle, und unten sehen Sie das auch natürlich für einen freien Rand oder für eine Eckstütze. So, das finden wir da. Und jetzt komme ich wieder zurück zu der ersten Folie beim Durchstanzen. Da habe ich gesagt, wir gehen erstmal grundsätzlich von einer rotationssymmetrischen Belastung aus. Dieses rotationssymmetrisch haben wir aber nicht. Selbst bei einer Innenstütze haben wir das nicht, weil selbst bei einer Innenstütze mit ungleichen Stützweiten haben wir gewisse Momente, die dort eingeleitet werden, beziehungsweise wir bekommen Schubspannungen, die an einer Stelle höher sind wie an der anderen Stelle. Keine gleichmäßige. Und diesen Effekt, den berücksichtigen wir durch Erhöhungsfaktoren. Und vereinfacht sehen Sie den hier jetzt mit Beta. Das heißt, auch bei einer Innenstütze haben wir einen Beta-Faktor von 1,1, weil wir davon ausgehen, dass wir auch dort gewisse ungleiche Schubspannungen haben. Und das steigert sich natürlich bei einer Eckstütze bis zum Faktor 1,5, weil natürlich bei einer Eckstütze haben wir bei weitem halt eben keinen rotationssymmetrischen Lastabtrag mehr oder Lasteintrag mehr. Und wie rechnen wir diese Spannung aus? Sie sehen hier die Formel, die ist sehr einfach. Also wir nehmen einfach diesen Beta-Wert, multiplizieren ihn mit der Querkraft und dividieren es durch den Rundschnitt, den kritischen Rundschnitt oder den betrachteten Rundschnitt, da kommen wir später noch drauf, und dividieren das Ganze durch die statische Nutzhöhe D der Platte. Und damit haben wir unsere einwirkende Schubspannung. Wenn wir den Beta-Wert genauer rechnen wollen oder wenn das von diesen Standardfällen abweicht, dann können wir das durch eine vollplastige Schubspannungsverteilung machen. Dort finden Sie auch in der weiterführenden Literatur Informationen dazu. Hier sehen wir diesen Beta-Faktor, und ich habe das ja schon angedeutet, da geht es um Momente, die eingeleitet werden, und daher ist dieser Beta-Faktor auch abhängig von diesem MED. Und da sehen wir auch dieses W1, erstmal ein Integral, wenn man es allgemein nimmt, aber dort gibt es auch in der Literatur dann für die verschiedenen Querschnitte der Stützen die fertigen Formulierungen für W1. Also ist nicht sehr schwer, kann man in der Literatur nachgucken und kann dann das entsprechende Beta ausrechnen. Wenn man es braucht, wenn man im Standardfall auskommt, ist das auch gut. Nochmal ein Wort zum kritischen Rundschnitt. Ich hatte es ja gesagt mit 2D, ist hier nochmal dargestellt. Und hier sehen wir auch jetzt nochmal diesen Neigungswinkel Theta dort oben, und der liegt jetzt ungefähr bei 27 Grad. Und wenn man das aufträgt, diese 27 Grad, damit erreicht man eben diesen Abstand 2D vom Stützenrand. So viel zu der Theorie erstmal. Und jetzt gucken wir uns mal die entsprechenden Formeln an, die jetzt genau das beschreiben, wie man eine Stütze nachweist oder beziehungsweise eine Decke nachweist gegenüber Durchstanzen. Und die erste Frage, die man sich natürlich immer stellen muss, am wirtschaftlichen ist es, wenn ich keine Durchstandsbewährung bräuchte, aber oft führt das halt eben zu einer relativ dicken Decke, die dann auch im Hinblick wieder unwirtschaftlich ist. Und auch hier haben wir eine empirische Formel, die natürlich wieder sehr nah an dieser Formel dran ist, der Querkrafttragfähigkeit. Das heißt, wir haben hier einen Vorfaktor in der Gleichung, dieses CRDC. Und dieser Vorfaktor, der ergibt sich im Grunde genommen, je nachdem, ob ich eine Flachdecke habe oder ein Fundament. Und wenn wir jetzt uns die Mühe machen, mal den Wert einzusetzen für ein Fundament oder eine Bodenplatte, dann kommt nämlich Gamma C hier mit 1,5 eingesetzt. Und das bedeutet, dass dort der Wert 0,1 rauskommt. 0,15 durch 1,5 kommt 0,1. Und das ist genau der Wert, den wir eben auch schon gesehen haben bei der Querkrafttragfähigkeit ohne Querkraftbewährung. Und wir sehen aber auch, dass wenn wir Flachdecken haben, ist der Wert höher. Da rechnen wir 0,18 durch 1,5. Das heißt, durch diese rotationssymmetrische Belastung haben wir eine höhere Durchstandstragfähigkeit gegenüber der Querkrafttragfähigkeit. Aber wie schon gesagt, das gilt erstmal nur für Flachdecken. Auch hier haben wir wieder eine Mindesttragfähigkeit, die ist unten angegeben.
So, wenn das natürlich jetzt nicht eingehalten ist, also das heißt, wenn wir Durchstandsbewährung brauchen, dann bedeutet das ja, dass die einwirkende Schubspannung größer ist wie der Grenzwert, den wir eben gerechnet haben. Und wenn wir dann nur normale Durchstandsbewährung einbauen wollen, Bügel, dann ist das Limit 1,4 mal diesen Wert. Und das habe ich Ihnen ja schon gesagt, 1,4 mal die Durchstandstragfähigkeit ohne Durchstandsbewährung. So, also das ist das oberste Limit, was wir bauen können, wenn wir Bügel einbauen. Wenn wir dann in den Eurocode gucken und gucken uns die Gleichung dafür an, dann sehen wir die Gleichung für die Querkraftbewährung hier dargestellt. Jetzt ist natürlich für Sie als Praktiker, sage ich mal, wenn Sie was nachrechnen, nicht sinnvoll zu sagen, ich will die Tragfähigkeit rechnen, also dieses VRDCS, sondern im Regelfall wollen wir ja als Praktiker die Bewährungsmenge haben. Also wie viel Durchstandsbewährung brauche ich in Quadratzentimeter? Ja? Und das macht man so, indem man diese Formel einfach umstellt. Ich habe das hier mal gemacht. Und da sehen wir die entsprechende Formel. So, und jetzt stellt sich ja die große Frage, wenn man das jetzt mal vergleichen. Bei der Querkraft haben Sie ja gesehen, dass wir den Neigungswinkel Theta ausrechnen. Und je flacher der Neigungswinkel ist, umso geringer ist die Querkraftbewährung, die wir brauchen. Und jetzt stellt sich hier die Frage, wo haben wir denn jetzt eigentlich sowas mal berücksichtigt, so einen Winkel, den wir gerechnet haben? Oder früher hätten wir gesagt, verminderte Schubspannung. Ich mache das immer ganz gerne deutlich an einem Beispiel. Ich gehe mal zurück zu dieser Formel. Stellen Sie sich einfach vor, Sie hätten jetzt eine Durchstandslast, machen wir es uns mal vereinfacht, von 1000 kN. Und mit dieser Formel könnten Sie genau 1000 kN abtragen. Ja, einfach nur vereinfacht. 1000 kN Durchstandslast, wir würden das schaffen. Also wir bräuchten keine Durchstandsbewährung. Jetzt würden wir theoretisch die Last um 1 kN steigern, 1001. Und jetzt würde ja mit dieser Formel rauskommen, dass es nicht mehr ausreicht. Und die Formel würde ziehen hier, diese Formel. Wir bräuchten Durchstandsbewährung. So, und jetzt ist ja die große Frage, was bauen wir denn jetzt ein? Für was für eine Durchstandskraft oder für was für eine Stützenkraft bauen wir denn die Bewährung ein? Wenn vorher 1000 funktioniert hat und jetzt 1001 nicht mehr funktioniert, da muss ja irgendwas noch ein bisschen tragen. Also muss ich ja nicht die Durchstandsbewährung für 1001 ausrechnen. Und das sehen wir ganz schön, deswegen habe ich das nochmal als Beispiel genannt, gehe ich nochmal auf diese Formel. Hier sehen Sie das ganz gut. Hier sehen Sie nämlich in der Klammer steht nämlich unsere einwirkende Spannung. Und von dieser einwirkenden Spannung subtrahieren wir diesen Anteil VRDC, also den Anteil der Durchstandstragfähigkeit ohne Durchstandsbewährung, und zwar 75% davon. Ja? Das heißt, wir gehen davon aus, in unserem Beispiel wieder, wären das 0,75 mal 1000, also wir würden sagen, die 1000 mal 0,75 gibt 750 kN, das heißt, ich bräuchte nur eine Durchstandsbewährung rechnen von 1001 minus 750, also 251 kN. Und dafür würden wir dann die entsprechende Durchstandsbewährung berechnen. Und damit sehen wir, damit berücksichtigen wir auch diesen Effekt, den wir drin haben für das Durchstanzen ohne Durchstandsbewährung. Aber merken wir uns einfach, nicht über direkte Berechnung eines reduzierten Winkels oder eines flachen Winkels, sondern in dieser Formel über ein Abzugsglied in der Gleichung. Jetzt finden wir die, wenn wir das gerechnet haben, kriegen wir eine Bewährung raus und dann gibt der nationale Anhang von Deutschland uns die entsprechenden Beiwerte, 2,5 für die erste Reihe, 1,4 für die zweite Reihe und 1,0 für die weiteren Reihen bis zur letzten erforderlichen Durchstandsbewährungsreihe. So, das ist das ganze Konzept. Es ist eigentlich sehr schlüssig, sehr kurz gefasst und man kann es sich ganz gut vorstellen und wir merken uns nur, wir haben 1,4 mal die Tragfähigkeit ohne Durchstandsbewährung. Das ist das Level ganz oben. Natürlich müssen wir auch entsprechend die Bewährung dann anordnen. Hier ist es nochmal dargestellt, ganz schön. Sie sehen das, die verschiedenen Bewährungen, die wir dann brauchen, die Durchstandsbewährung, mit den entsprechenden geometrischen Angaben zu den Abständen. Ich will jetzt nicht auf jede einzelne Zahl eingehen, da das
ist auch in dem Sinne nicht notwendig. Natürlich brauchen wir auch, um die Durchstandstragfähigkeit sicherzustellen, auch eine Biegetragfähigkeit, eine Mindestbiegetragfähigkeit. Das habe ich ja am Anfang gesagt, die hängen ja zusammen. Und deswegen müssen wir auch immer den Nachweis führen, der, falsche Richtung gedrückt, der Mindestmomente. Ja, also das heißt, wir müssen auch immer kontrollieren, je nachdem, was wir für ein Verhältnis haben, ob es eine Innenstütze, eine Randstütze ist, müssen wir die Mindestmomente ausrechnen und dafür auch die Bewährung ausrechnen und dann gucken, ist die Bewährung kleiner wie die erforderliche aus der äußeren Last, dann ist es kein Problem. Ist diese Mindestbewährung größer, dann muss die Mindestbewährung eingebaut werden. So viel zu dem Thema Flachdecken. Jetzt hat man sich sehr große Gedanken gemacht, wie sieht das Konzept aus, wenn wir das übertragen auf Fundamente. Da wurden auch sehr, sehr viele Untersuchungen gemacht, speziell in Aachen. Und da hat man Folgendes festgestellt. Und das sind jetzt hier die Bilder, die dort veröffentlicht wurden. Und zwar hat man festgestellt, je gedrungener ein Fundament wird, umso steiler wird der Winkel, unter dem sich das Durchstanzen einstellt. Das heißt, wir sehen das oben bei der obersten Stütze, ein sehr, sehr gedrungenes Fundament unten drunter, ein relativ steiler Riss. Ich nenne ihn jetzt einfach mal 60 Grad. Wenn wir dann auf das zweite Bild gucken, das mittlere, das sehen wir, da ist das Bauteil ist ein bisschen schlanker, noch nicht ganz schlank, sondern so ein Mittelbereich. Und da sehen wir, da haben wir ungefähr einen Winkel von 45 Grad, der sich dort einstellt. Und bei dem untersten, das ist ein relativ schlankes Fundament, da sehen wir, da wird der Neigungswinkel dann nochmal flacher. Das heißt, diese Überlegung, die wir eben hatten bei den Flachdecken, dass der Neigungswinkel sich immer ähnlich einstellt, der ist bei den Fundamenten nicht gegeben. Und wir haben natürlich auch bei den Fundamenten eine Interaktion mit der Bodenpressung. So, und was für Besonderheiten hat man dann herausgearbeitet? Ich habe es schon gesagt, also steilere Schubrisse, die Lage des kritischen Rundschnittes variiert, und zwar immer in Abhängigkeit von der Schlankheit. Ja? Und das bedeutet im Grunde genommen, wir können eins schon mal machen, wir können den Sohldruck abziehen, weil der natürlich nicht zum Durchstanzen führt, das ist das eine. Aber wir können nicht mehr so einfach geschlossen angeben, was haben wir für einen kritischen Rundschnitt zu betrachten. Und deswegen müssen wir, das sehen wir nachher auch gleich im Beispiel, das haben wir dann mit reingenommen, muss man diesen kritischen Rundschnitt iterieren, bis man dann den entsprechenden kritischen Rundschnitt hat. Und erinnern Sie sich dran an die Decke, da hatten wir ja gesagt, der kritische Rundschnitt liegt bei 2 mal D vom Stützenrand bei den Flachdecken. Und hier müssen wir iterieren. Bei schlanken Fundamenten, also wenn wir eine Schlankheit haben, größer 2, darf man vereinfacht 1,0 D ansetzen. Die Bemessungsgleichung, die kennen wir schon, für die Bauteile ohne Durchstandsbewährung. Da sehen wir im Grunde genommen die Gleichung, die schon bekannt ist. Und das deckt sich natürlich auch mit der entsprechenden Gleichung aus der Querkraft, weil wenn Sie wieder die 0,15 durch 1,5 teilen, steht wieder das 0,1 da, also identisch zu dem. Was gibt es noch für Besonderheiten bei den Fundamenten? Der Eurocode Nationaler Anhang, der gibt für Fundamente und Bodenplatte da entsprechend nochmal Vorgaben. Und was auch noch wichtig ist, bei den ersten beiden Bewährungsreihen ist der Betontraganteil, dieses VRDC, zu vernachlässigen. Und wir sehen das jetzt hier nochmal in diesen Gleichungen, die dargestellt sind. Sie kennen das ja schon mit diesem Beta-Wert. Und damit können wir die Durchstandsbewährung ausrechnen für die entsprechenden Rundschnitte und dann natürlich für alle weiteren Rundschnitte, soweit sie noch notwendig sind, für 33% der Bewährung. So viel zu dem Besonderheit Durchstanzen, wenn wir jetzt über die Fundamente nachdenken. Jetzt haben wir schon viel gelernt. Ich will das nochmal zusammenfassen. Wir haben uns über die normale Querkrafttragfähigkeit unterhalten. Wir haben dort die zwei Modelle gesehen, mit und ohne Querkraftbewährung.
Wir haben gesehen beim Durchstanzen, wir müssen das verhindern, weil wir ein schlagartiges Versagen haben. Wir haben auch gesehen, dass bei den Fundamenten etwas zu beachten ist, dass sich dort steilere Risse einstellen und dass man da iterativ den kritischen Rundschnitt berücksichtigen muss. Und jetzt zeigen wir einfach mal, zeige ich Ihnen noch mal vielleicht einfach mal eine Möglichkeit, die Tragfähigkeit noch zu erhöhen. Also wenn Sie noch mit normaler Durchstandsbewährung arbeiten, hatten wir ja gelernt, Bügel ist bei 1,4 Schluss. Haben wir Doppelköpfe, die wir benutzen, können wir die Durchstandstragfähigkeit steigern. Die geht dann bis 2, je nach Zulassung. Und gibt es denn eine Möglichkeit, noch was zu machen, wenn wir bei 2 gelandet sind? Ja, ein Beispiel. Natürlich gibt es auch andere Einbauteile. Es gibt die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel von Pico ein System einsetzen. Und Sie sehen das hier unten im Bildchen ein bisschen dargestellt. Was ist die Besonderheit? Wir sehen die Doppelköpfe und wir sehen aber auch noch zusätzlich, horizontal liegen dort unten auch noch diese Bolzen, horizontale Bolzen. Und vielleicht ist es schon klar, was jetzt passiert, wenn Sie sich an das Bild erinnern, die Maximaltragfähigkeit. Das hatte ich Ihnen ja gezeigt. Und da haben wir ja gesehen, dass wir einen relativ steilen Riss haben, der direkt am Übergang Stütze zur Decke auftritt. Und wenn ich jetzt solche Bewährungen dort einbaue, diese horizontalen, dann verdüble ich das noch besser. Das heißt, ich kann eine gewisse Laststeigerung noch machen gegenüber den Bauteilen, die diese horizontalen Bolzen nicht haben. Im rechten Bild sieht man das einfach mal so prinzipiell dargestellt. Sie sehen die Tragfähigkeit einmal, wenn wir gar keine Durchstandsbewährung haben. Dann sehen wir die Tragfähigkeit, wenn wir Bügel haben. Da hatte ich Ihnen ja gesagt, ich darf es steigern um 40%. Also zwischen dem Grauen und dem mit den Bügeln sind 40%. Dann kann ich mit den Doppelköpfen gehen bis zum Zweifachen. Ja, das sieht man auch an der Höhe der Säule. Und dann kann ich, wenn das immer noch nicht ausreicht, dann kann ich auch nochmal die horizontalen Bolzen mit einbauen. Natürlich möchte ich es auch nicht verschweigen oder sagen, natürlich ist es auch klar, man muss sich ganz genau überlegen, wie baue ich die ein. Die müssen nämlich wirklich im Bereich der Stütze angeordnet sein. Und natürlich, hier in dem Bild ist das nicht ganz so schön zu sehen, kommt natürlich auch noch genügend Bewährung aus der Stütze. Und dann muss ich einfach gucken, bekomme ich die Bauteile, bekomme ich das unter? Und natürlich, was noch wichtiger ist, bekomme ich das Ganze auch vernünftig betoniert? Weil es kommt ja auch noch die obere Bewährung dazu und so weiter. So, das werden wir gleich im Beispiel einfach mal testen. Und wir haben das noch ein bisschen erweitert, wo wir gesagt haben, da machen wir auch sogar noch mal eine Öffnung dazu. Jetzt mal 2, 3 Fragen, die öfters gestellt werden. Wie geht man damit um? Und zwar, die erste Frage, die oft kommt, wenn ich jetzt benachbarte Stützen habe und wenn ich jetzt die Rundschnitte einzeichne, wie gehe ich jetzt damit um? Und die Empfehlung wäre einfach, die Rundschnitte einfach in diesem Überlappungsbereich schlicht und ergreifend wegzulassen. Das heißt, wir berechnen jetzt die linke und rechte Stütze so, als wäre es im Grunde genommen eine Randstütze. Ja, das heißt, das wäre dieser Durchstandsbereich, den wir da eingetragen haben. Das kann man tun. Damit berücksichtige ich das, dass sich diese 2 Durchstandsbereiche überschneiden. Die nächste Frage, die immer wieder gestellt wird, was passiert denn jetzt, wenn wirklich mal der Fall ist, wir haben eine Stütze unten und wir haben eine Stütze, die von oben kommt und die stehen so ein klein bisschen versetzt. Ja. Wie geht man jetzt damit vor? Und auch nur ein Vorschlag, vielleicht gibt es da noch andere Lösungsmöglichkeiten. Was kann man tun? Man kann zum Beispiel erstmal einen Querkraftnachweis führen und das kennen wir früher aus dieser Vorgehensweise mit der mitwirkenden Plattenbreite. Das heißt, wir rechnen eine mitwirkende Plattenbreite aus für die Querkraft und führen erstmal einen Querkraftnachweis für die Last, die aus der oberen Stütze kommt. Das ist das Erste. Und dann führen wir für die Stütze von unten einen Durchstandsnachweis, wie wir ihn kennen, öffnen das aber nur und tun so, als wäre das eine Öffnung. Damit wir sagen, in dem Bereich, wo wir jetzt gesagt haben, wird die Querkraft eingeleitet, da haben wir auch den Querkraftnachweis gemacht, den berücksichtigen wir für die Einleitung der Durchstandslast aus der Decke dann entsprechend nicht mehr. Und das wäre
eine Möglichkeit, so einen Spezialfall nachzuweisen. Also von oben runter einen Querkraftnachweis führen und dann entsprechend den Rundschnitt zu reduzieren und dann für den reduzierten Rundschnitt einen Durchstandsnachweis nochmal zu führen. Der letzte Tipp, den wir noch ansprechen wollen, wie sieht das aus? Immer auch wieder ein Thema, wenn man FE rechnet. Wie sieht das aus? Muss man an dem Ende von einem Unterzug einen Durchstandsnachweis führen? Da kann man auch nur sagen, das kann man nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten, sondern das ist ganz typisch, wie es im Stahlbetonbau ist. Das liegt an den entsprechenden Steifigkeiten, die wir haben. Haben wir zum Beispiel einen richtig steifen Unterzug, dann muss ich natürlich dort auch einen Durchstandsnachweis führen. Habe ich einen weichen Unterzug, einen relativ niedrigen Unterzug, dann brauche ich das nicht. Und ein Tipp einfach dazu, man guckt sich einfach mal die Ergebnisse an, was kommt denn raus, wenn ich das mit FE gerechnet habe? Was kommt am Ende raus? Kommt da große Querkraftbewährung raus? Dann muss ich mir das angucken, weil dann habe ich einen relativ steifen Unterzug oder kommt da relativ wenig raus? Das vielleicht nochmal so als Tipp, was man dort machen kann. Aber wie schon gesagt, das muss man immer im Einzelfall sich angucken. Jetzt in der letzten Viertelstunde, die wir so ungefähr noch haben, würde ich gerne einfach, dass wir nochmal zwei ein bisschen ausführlichere Beispiele uns angucken und die wird nachher auch dann der Herr Heuss natürlich entsprechend mal vorführen. Wir haben uns überlegt, einmal dieses Beispiel vom Fundament. Ich habe das ja schon angedeutet, dieses Fundament unterscheidet man, ob es ein schlankes Fundament ist oder ein gedrungenes. Und es wäre jetzt eine sehr einfache Sache, wenn wir da ganz einfach ein schlankes hätten, dann können wir es ganz einfach machen. Wir wollen Ihnen einfach nur mal zeigen, wie die Berechnung vonstatten geht, wenn man iterieren muss, diesen Rundschnitt. Wir sehen, das Fundament ist 2 auf 2 Meter, wir haben eine Stütze 30 auf 30 und wir haben eine ständige Last auf der Stütze von 1250 und eine veränderliche Last von 500 kN. Ständiges Moment, was eingeleitet ist 50 kN und das veränderliche Moment sind 35 kN. Und jetzt gucken wir uns das einfach mal an, Schritt für Schritt, und zwar bis ins Detail, was wir dann machen müssen. Natürlich die erste Sache, wir müssen festlegen, was haben wir für eine Betondeckung, was setzen wir für eine an. In unserem Fall haben wir hier gesagt XC2 und Sie sehen das, da kommen wir auf ein C-Norm von 55 mm. Und da auch mal dargestellt, wir haben gewählt 16er Bewährungseisen, zweilagig. Und das bedeutet, wir haben dann ich nenne sie jetzt einfach nur mal die statische Nutzhöhe in Y-Richtung von 63 und in Z-Richtung von 79. Und entsprechend die mittlere Nutzhöhe, die liegt bei uns hier bei 71 mm, die wir abziehen. Das Strich meine ich jetzt damit, dieser Abstand bis zum Schwerpunkt der Bewährung. Das heißt, unsere statische Nutzhöhe D ist in unserem Fall knappe 53 cm von unserem Fundament. Und das anderen waren Millimeter, Entschuldigung. So, mit dieser Information können wir unseren mittleren Bewährungsgrad ausrechnen aus der Biegebemessung. Biegebemessung haben wir die AS-Werte raus. Sie sehen das hier, 53,7 in der einen Richtung, Y-Richtung. Und in der Z-Richtung haben wir 52,1. Und wir bekommen einen mittleren Bewährungsgrad von ungefähr 0,27. So, der nächste Schritt ist, wir rechnen uns die Bemessungs-Sol-Spannungen aus, ja, also die Kräfte aus der Stütze mit den entsprechenden Teilsicherheitsbeiwerte. Sie sehen das hier mit 1,35 und 1,5 multipliziert. Das heißt, wir haben ungefähr 38 kN und wir haben ein Bemessungsmoment von 120 kN. Das Eigengewicht vom Fundament haben wir gerechnet mit 81 kN. Das muss natürlich beim Durchstanzen nicht berücksichtigt werden. So, und jetzt kennen wir es aus dem Grundbau, können wir die eine Variante wählen. Wir rechnen uns die Ausmitte aus. Biegemoment dividiert durch die Normalkraft. Und da haben wir eine relativ kleine Ausmitte von 4,92 cm. Und das gibt dann eine reduzierte Breite für die Bodenpressung von 190,1. Das kennen Sie alle aus der Geotechnik. Und dann rechnen wir Sigma ist F durch A und erhalten damit eine Bodenpressung, einen Bemessungswert von 640,43 kN pro Quadratmeter. So, bis dahin, ich denke, das ist alles Standard. Und jetzt geht es eben los, wenn ich das per Hand rechnen möchte. Jetzt habe ich ja
immer das Verhältnis A zu D. Also A, hier in unserem Fall jetzt der Abstand vom maßgebenden Rundschnitt, den ich noch nicht kenne. Und D ist die statische Nutzhöhe des Fundaments. So, und jetzt sind hier unten in der Tabelle verschiedene Werte aufgeführt, A zu D. Und auf der rechten Seite sehen Sie die entsprechenden Gleichungen aufgestellt für A und für die Fläche A. Warum brauchen wir diese Fläche A? Ja, weil wir dürfen ja die Tragfähigkeit, für die wir das Durchstands nachweisen, dürfen wir ja die Bodenpressung abziehen. Und für den Abzug brauchen wir natürlich die entsprechende Fläche. So, und wenn wir das machen, und jetzt sehen wir auch die Formel, die ich eben gesehen habe, jetzt brauchen wir ja auch dann entsprechend mal unser Beta-Wert. Und den können wir jetzt rechnen, weil wir haben ja jetzt einen bisschen besonderen Fall. Wir haben ja auch jetzt einen Moment und wir haben eine Querkraft. Und Sie kennen alle die Formel, da ist auch das W1 angegeben. Und das ist natürlich jetzt auch wieder abhängig natürlich von dem Verhältnis A zu D. Und deswegen gibt es natürlich jetzt hier auch, macht nicht sehr viel aus, aber Sie sehen den Unterschied für die Beta-Werte in Abhängigkeit von dem Verhältnis A zu D. So, und damit wären wir bei dieser Tabelle. Und jetzt nehmen wir unsere Formel, die kennen wir ja schon, Bauteile ohne Durchstandsbewährung. Wichtig, Vorfaktor einsetzen, wie wir ihn kennen, für die Fundamente. Beta-Wert haben wir auch. Ich habe hier die Gleichungen nochmal aufgeführt. So, und jetzt macht man es natürlich per Hand, muss man es mehrfach rechnen, immer für verschiedene Verhältnisse A zu D. Ich will das Ergebnis einfach mal zeigen. Das sehen wir jetzt auf der nächsten Seite. Da kommt raus, dass unser Rundschnitt, unser kritischer Rundschnitt, der das ungünstigste Verhältnis ergibt, bei 0,6 liegt, also das Verhältnis A zu D 0,6. Und mit diesem Verhältnis 0,6 können wir natürlich dann auch ausrechnen, wo liegt er genau. Und das ist bei 0,6 D und das ist bei ungefähr 32 Zentimeter. Das wäre jetzt iterativ bestimmt dieser kritische Rundschnitt. Und dann rechnen wir uns als nächstes natürlich aus, was haben wir für eine Maximaltragfähigkeit. Weil wir wollen ja natürlich versuchen, das wenn mit Bügel zu bewähren, beziehungsweise vielleicht mit aufgebogenen Eisen. Und da haben wir hier die Maximaltragfähigkeit von 1,669 Newton pro Quadratmillimeter, die maximal aufnehmbare Spannung. Und wir haben aber nur 1,276. Das heißt, wir können das Bauteil mit normaler Durchstandsbewährung versehen. In unserem Fall, und das kennen Sie, und das macht man ja auch sehr oft natürlich bei den Fundamenten, haben wir hier Schrägstäbe gewählt. Ich habe das jetzt mal hier einmal ausgerechnet. Sie sehen das, da kommt 44,2 raus. Da haben wir gewählt, ja, in beide Richtungen 11 Durchmesser 16. Das sind dann entsprechend unsere 44,22. Und natürlich gibt es dann auch wieder die geometrischen Bedingungen. Wo muss die Aufbiegung beginnen? Und das kennen wir. So, das wäre das Beispiel. Wie macht man den Nachweis, wenn wir jetzt wirklich mal das Durchstanzen an einem Fundament, und zwar den Neigungswinkel für den kritischen Rundschnitt, wirklich iterativ bestimmen wollen. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Und in dem Beispiel haben wir sogar, sage ich mal, noch einen oben drauf gesetzt. Jetzt, das ist einmal natürlich eine Deckenplatte, jetzt mal als Beispiel. Punkt 1, die Deckenplatte, die hat eine Öffnung. Wir sehen das, die Öffnung ist 30 cm vom Rand der Stütze entfernt. Und die Stütze hat eine Abmessung von 40 auf 30. Und wir sehen auch, dass diese Öffnung natürlich genau über die Stützenbreite geht von 40 cm. Das ist das Erste, die Besonderheit. Also wie berücksichtigen wir jetzt so eine Öffnung? Und dann kommt noch dazu, wir werden feststellen, die Tragfähigkeit ist alleine mit Durchstandsbewährung im üblichen Sinne nicht machbar. Da komme ich aber gleich drauf. So, was macht man jetzt im ersten Schritt, wenn man das wirklich per Hand mal Schritt für Schritt nachrechnen möchte? Erster Schritt ist, ich zeichne mir, und da gibt es ja Vorgaben auch in der Fachliteratur, ich zeichne mir rein, in welchen Bereichen muss ich im Grunde genommen meinen kritischen Rundschnitt reduzieren. Hier haben wir jetzt mal die ganzen Formeln aufgeführt, die können Sie sich später angucken. Es ist halt reine Geometrie. Entscheidend ist, dass wir wir haben es hier genannt UÖ, den Abzugsbereich von unserem kritischen Rundschnitt ausgerechnet haben, und der liegt ungefähr bei 60 cm. Das heißt, wir dürfen nicht den gesamten
Umfang nutzen für den Lastabtrag, sondern reduzieren den gesamten Umfang um diese 60 cm. Und das bedeutet, wir haben einen kritischen Rundschnitt, der knapp über 4 Meter liegt. In unserem Beispiel 4,08. Also einfach von der Mitte der Stütze. Und wie schon gesagt, wir haben ja Alpha auch mal ausgerechnet und entsprechend Beta und Gamma. So, das wäre der erste Schritt. Damit wissen wir, aha, unser kritischer Rundschnitt unter Berücksichtigung der Öffnung, den können wir ausrechnen. So, als nächster und logischer Schritt, wir müssen jetzt kontrollieren, brauchen wir denn überhaupt Durchstandsbewehrung? Und diese Berechnung, die funktioniert jetzt wieder ähnlich wie beim Fundament. Erster Schritt, wir rechnen uns den Bewehrungsgrad aus in beide Richtungen. Zweiter Schritt, wir rechnen uns den mittleren Bewehrungsgrad aus und der liegt hier in unserem Fall bei 0,96%. Dann rechnen wir uns den Maßstabsfaktor aus, K, ich habe Ihnen das gesagt, die Abhängigkeit der Bauteildicke. Und wir bekommen dann eine Spannung von 1,455 Newton pro Quadratmillimeter. Das wäre die einwirkende Spannung bei unserer Flachdecke unter Berücksichtigung des reduzierten kritischen Rundschnitts, weil Sie sehen, unter dem Bruchstrich steht die 4,07 und nicht mehr der gesamte Rundschnitt. Sie sehen aber auch, dass wenn ich die empirische Formel benutze jetzt für die Durchstandstragfähigkeit, bekomme ich bei unserem Beispiel nur eine Tragfähigkeit von 0,691. Und das ist die aufnehmbare Durchstandsspannung. Und die ist natürlich viel, viel kleiner wie die 1,455. Und das bedeutet, wir müssen uns Gedanken machen über die Durchstandsbewehrung. Und wenn wir jetzt ich habe das ja angedeutet, wenn wir normale Durchstandsbewehrung benutzen, jetzt mit Doppelköpfen, da gibt es in den Zulassungen immer Maximalwerte, Beiwerte, die wir nicht überschreiten. Und das ist in unserem Fall die 1,96. Erinnern Sie sich, bei den Bügeln waren es die 1,4. Aber leider ist es so, es reicht immer noch nicht aus. Also das heißt, wir können das Bauteil mit der Betonfestigkeitsklasse, mit der Deckenstärke nicht mit Doppelköpfen tragfähig machen. Das reicht nicht, weil wir dann auch diese Öffnung haben. Und jetzt gibt es einmal diese Möglichkeit, dass wir jetzt diese horizontalen Bolzen einbauen. Hier jetzt mal ein Teil aus der Zulassung. Da ist halt angegeben, Sie sehen das hier, die Tragfähigkeit von so einem Bolzen immer in Abhängigkeit von der Betonfestigkeitsklasse, hier der C3037. Und wir werden jetzt das mal gemeinsam machen. Wie geht das? Können wir die Tragfähigkeit so weit ertüchtigen, dass wir auch die 1,455 Newton pro Quadratmillimeter aufnehmen können? Die Gleichungen sind aus der Zulassung. Es ist relativ einfach erklärt. Wir haben eine gewisse Tragfähigkeit, die das Bauteil aufnehmen kann, wenn wir keine Horizontalen haben. Und das Delta, was wir dann noch haben, das weisen wir dann diesen horizontalen Bolzen zu. Und das sehen wir jetzt auf der nächsten Seite. Also nochmal, einwirkende Kraft sind 1,1 mal die 1400 Innenstütze, sind die 1500. Und jetzt rechnen wir uns einfach aus, was können wir denn aufnehmen? Ja, maximal, die Maximaltragfähigkeit. Und da sehen Sie ja, das waren ja diese 1,354. Und die multiplizieren wir einfach mit dem kritischen Rundschnitt, mit der Länge, mit der Nutzhöhe. Und wir bekommen eine Kraft von knappen 1433 kN. Also das heißt, diese Kraft kann ich ohne zusätzliche Maßnahmen nur mit Doppelköpfen abdecken. So, und jetzt reduziere und jetzt rechne ich mir einfach aus, was brauche ich jetzt zusätzlich noch? Und Sie sehen das, das gibt dann 107,2. Und damit können wir einfach ausrechnen mit der Gleichung, die ich Ihnen eben schon gezeigt habe. Sehen wir, aha, wir brauchen ungefähr 9. Und in unserem Beispiel, weil wir haben ja auf der rechten Seite der Stütze diese Öffnung, deswegen haben wir jetzt gewählt, einfach in vertikaler Richtung 3 von diesen horizontalen Bolzen und in der horizontalen Richtung 4. So, und mit dieser Konstellation konnten wir den Nachweis entsprechend führen. Natürlich müssen wir auch die ganzen Sachen noch verteilen, müssen auch noch die konstruktive Durchbildung beachten. Wir erinnern uns dran, ich hatte ja gesagt am Anfang auch beim Durchstanzen, wir müssen einen äußeren Rundschnitt noch nachweisen, also außerhalb von dem durchstandsbewehrten Bereich. Und damit bekommen wir natürlich auch dann die Angabe, wie viel Kopfbolzen müssen wir pro Leiste setzen. In unserem Fall
kam da raus, 8 Kopfbolzen müssen auf die Leiste drauf. Und natürlich auch, wie viele Leisten brauchen wir insgesamt. Ich will jetzt nicht mehr auf die einzelnen Formeln eingehen. Sie können sie gerne nur nachvollziehen. Da kommt dann entsprechende Anzahl raus, die wir geometrisch brauchen. Und zum Schluss sieht es so aus wie jetzt in der letzten Folie. Sie sehen das hier. Da, ja, vielleicht kann man schon sagen, ist ziemlich voll. Haben wir schon vorher diskutiert. Stellen Sie sich jetzt vor, das müssen Sie alles einbauen und dann müssen Sie noch die Längseisen durch die Stütze, die müssen auch noch rein. Also wie schon gesagt, das muss man wirklich sich im Detail ansehen. Fakt ist aber, mit der gewählten Konstellation kann ich mithilfe der Zulassung die Tragfähigkeit nachweisen, dass ich diese große Querkraft, und das ist ja eine große Querkraft mit 1540 kN, das sind ja, ich sage es immer gerne bei Studierenden, das sind ja 154 Tonnen, 154 kleine Pkw, das ist schon was, was wir da so durchschieben, durch diese Stütze. Und den Nachweis sehen wir jetzt hier auf der nächsten Seite, wie der geführt wird. Ich habe es gesagt, hier sehen wir jetzt die Tragfähigkeit von 1700, die ist größer wie die 1540. Natürlich brauchen wir auch noch eine Kollapsbewährung, das wissen wir ja. Eine Kollapsbewährung, die diesen Hängematte-Effekt sorgen soll, dass das nicht runterfällt und dann klack, klack, klack alle Decken mitnimmt. Diese Bewährung ergibt in unserem Fall 20 Quadratzentimeter. Und natürlich jetzt zum Schluss noch, haben wir auch noch eine Mindestbewährung einzubauen. Ja, für einen Moment in unserem Fall von 175 Kilonewtonmeter pro Meter. Und das ergibt jetzt für unsere beiden Richtungen die entsprechenden Werte in X-Richtung und in Y-Richtung. Das ist ganz normale Biegebemessung. Und wir vergleichen das halt mit der Bewährung, die rauskommt aus der ganz normalen Biegebemessung. Das war jetzt eigentlich so ein Ritt. Ich glaube, ich habe es ja fast auf den Punkt gebracht. Natürlich ein Ritt jetzt mit einer Stunde durch die Querkraft und durch das Durchstanzen mit Beispielen. Eine ganze, ganze Menge. Ich hoffe, Sie sitzen noch fest und sind nicht verzweifelt bei so vielen Zahlen. Deswegen manchmal ist es gut, wenn man es mal per Hand rechnet oder man sich anguckt. Dann weiß, wie dankbar man ist, dass es Programme gibt. Und zum Abschluss vielleicht ein kleines Bild zum Schmunzeln. Viele kennen das vielleicht, aber ich hoffe, dass ich damit Ihnen nicht die Angst genommen habe. Und Sie es genauso machen wie dieser wunderbare Bauen im Bestand, Abbruch. Glücklicherweise ja, hat ja noch eine Bohle liegen, aber ich weiß nicht, wie lange er noch stemmen kann, bis er unten liegt. Ich hoffe, dass bei Ihnen die Durchstandstragfähigkeit immer so sein wird, dass das nicht passiert. Und verbleibe erstmal vielen Dank und übergebe das Wort an den Sascha Heuss. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Professor Minnert. Wir haben jetzt zum Schluss ja die Beispiele gesehen, auch wie mühselig da mancher Nachweis von Hand zu führen ist. Also sind halt sehr viele Einzelformeln, die nacheinander auszuwerten sind. Und genau diese beiden Beispiele möchte ich jetzt als erstes mal in der Baustatik zusammen mit Ihnen eingeben und mal ein bisschen auf die Eigenheiten der Programme dabei eingehen. Ich habe heute fast nichts vorbereitet, das heißt, wir fangen direkt auf der grünen Wiese an. Ich lege ein Baustatikmodell an. Nennen wir das mal Beispiele durchstanzen. Und als erstes möchte ich das Fundament rechnen. Dazu kann ich zunächst direkt unser Modul benutzen, S511.de, das Einzelfundamentbemessungsprogramm. Dort ist ein Durchstandsnachweis direkt integriert. Das Modul finden wir in dem Reiter Gründung und Grundbau, Einzelfundamente, S511.de. Und hier noch ein kleiner Hinweis, hier kann man direkt auch auf Vorlagen zugreifen. Ich wähle direkt die Vorlage für das Blockfundament, dann muss ich nicht erst einen Köcher wegschalten oder einen Becher ausschalten, sondern ich habe gleich mal eine sinnvolle Vorbelegung der wichtigsten Eingaben. So, jetzt geben wir unser Fundament zunächst mal von der Geometrie her vor. Also es soll 2 auf 2 Meter groß sein. Es soll eine Stärke von 60 cm haben. Die Stütze ist hier zentrisch. Und es soll ein Fundament ohne Überschüttung sein. Um die Bodenkennwerte mache ich mir jetzt keine Gedanken, die übernehme ich einfach aus der Vorlage. Die ganzen Grundbaunachweise, die schauen wir jetzt in dem Zusammenhang nicht an. Wir wollen ja nur auf die Biegemessung und auf das Durchstanzen eingehen. So, im Kapitel Belastung geben wir die Belastungen vor. Das Eigengewicht des Fundamentes wird automatisch bestimmt aus den Abmessungen. Wir geben noch die Lasten aus der Stütze vor.
In der Einwirkung GK ist es eine Vertikallast von 1250 kN. Wir wollen auch ein kleines Moment von 50 kN vorgeben. Und nehmen wir noch eine Nutzlast dazu, QKN von 500 kN und auch ein Moment von 35 kN. So, im Materialquerschnitt machen wir jetzt noch Angaben zur Betonsorte. Das soll C2530 sein. Die Stütze hat einen Querschnitt von 30 auf 30. Sie sehen, der kritische Rundschnitt ist rechts schon eingetragen. Wenn wir jetzt die Stützenabmessungen verändern, wird sich auch die Größe des kritischen Rundschnitts bei einer Neuberechnung anpassen. Also ist auch wichtig, hier die Stütze richtig mit vorzugeben. Und die Expositionsklasse ist hier schon richtig voreingestellt mit XC2. Ja, jetzt kommen wir zum Kapitel Bewährung. Da kriegen wir zunächst mal Fragen zur Biegebewährung gestellt. Da kann ich jetzt mal hinscrollen. Das ist hier die Biegebewährung, die das Programm mit den jetzigen Einstellungen aus der Vorlage so gewählt hat. Und da sehen wir, das sind immer Streifen von 25 cm Breite, 8 Streifen je Seite. Und da sehen wir, das sind 7 Durchmesser 8 oder sogar 8 Durchmesser 8 auf 25 cm Breite verteilt. Das ist natürlich sehr eng. Ich wähle jetzt einfach mal einen größeren oder deutlich größeren Durchmesser, nämlich 16 mm. Und so liegen in jedem Streifen noch 2 Durchmesser 16. Das passt ganz gut. Da das sowieso in jedem Streifen fast gleich ist, kann ich auch die Anzahl der Bereiche, die wir angezeigt werden, reduzieren. Und ich sage, ich nehme einfach in jeder Richtung 2 Bereiche. Das ist ohnehin eine gleichmäßige Bewährung. Und dann sehen wir, wir haben 6 Durchmesser 16 auf 1 Meter Breite. Also haben wir 12,06 Quadratzentimeter je Meter an Bewährung. Diesen Wert merke ich mir, den brauche ich später nochmal. So, und jetzt kommen wir auch schon zu unserem eigentlichen Thema, zur Durchstandsbewährung. Hier haben wir im Programm zwei Möglichkeiten, einmal den Nachweis mit Bügel zu führen oder einmal mit Schrägstäben. In der Handberechnung haben wir ja gesehen, wir haben das dort mit Schrägstäben gemacht. Das heißt, ich schalte hier die Option um, gebe noch den Neigungswinkel vor von 60 Grad. Und schau mal, was rauskommt. Die Position läuft momentan noch auf einen Fehler. Das liegt daran, dass voreingestellt jetzt Stabdurchmesser zwischen 8 und 12 mm eingestellt waren. Damit können wir das Ganze nicht nachweisen. Da wir ohnehin eine Biegebewährung von 16 mm gewählt haben, wähle ich jetzt auch für die Durchstandsbewährung für die Schrägstäbe 16 mm und wir kommen auf das Ergebnis, das wir in der Handrechnung auch erreicht haben, von 11 Durchmesser 16. In der Ausgabe schalte ich mir jetzt noch zusätzlich eine Grafik der Durchstandsbewährung zu. Dann sehen wir auch, was wir gerechnet haben, wie das Ganze am Ende dann aussieht. Das sehen wir auf dem Bild. Ja, was können wir in dem Modul noch steuern, was das Thema Durchstanzen angeht? Wir können im Prinzip noch den Lasterhöhungsfaktor für außermittige Lasten, also den Beta-Wert, manuell vorgeben. Wenn wir aus irgendeiner Informationsquelle wissen, das ist nicht der Wert, wir wollen nicht den Wert nehmen, den das Programm ausrechnet. Sofern wir hier auf Automatik schalten, wird mit der vollplastischen Schubspannungsverteilung im Rundschnitt gerechnet. Das haben wir ja auf den Folien von Professor Minnert gesehen. Diese Gleichungen kommen hier auch zum Einsatz und es wird im Prinzip aus der Form des Rundschnitts, aus der Momenten und aus der Normalkraftbeanspruchung der Beta-Wert zurückgerechnet. In der Ausgabe finden wir das dann auch dokumentiert und das wäre jetzt in diesem Fall ein Beta-Wert von 1,11. Wir sehen hier auch den Abstand des kritischen Rundschnitts, da haben wir in der Handrechnung iteriert, das macht das Programm auch. Das iteriert in diesem Programm immer automatisch die Lage des Rundschnitts im Fundament, der liegt hier bei 0,6 d. So, wenn wir jetzt davon abweichend das Fundament anders bemessen wollen, da haben wir jetzt in diesem Modul eigentlich nur die Möglichkeit, noch auf die Bügelbewährung zu gehen. Wollten wir jetzt auf Kopfbolzen gehen, dann sollten wir auf das Modul 290.de zurückgreifen. Das mache ich jetzt nochmal alternativ. Ich zeige jetzt nochmal
die gleiche Berechnung mit unserem Modul für, das nur den Durchstandsnachweis führt. Wir finden das unter Details, bei den Deckendetails, obwohl wir das jetzt hier für Fundamente nehmen, den S290.de, den Durchstandsnachweis. Ich nenne die Position jetzt F1.1. Und dort können wir als erstes den Positionstyp wählen. Und da sehen wir eben, dass das Modul nicht nur für Deckenplatten geeignet ist, sondern wir können damit Einzelfundamente oder auch Bodenplatten nachweisen. Und ich entscheide mich an der Stelle für das Einzelfundament. So, und jetzt gebe ich nach und nach die einzelnen Parameter nochmal vor. Stützenabmessung passt hier zufällig mit 30 x 30. Das Fundament ist aber 200 x 200 cm. Öffnung haben wir kein. Materialquerschnitt war C2530. Wir hatten eine Dicke von 60 cm. Die Bewährung schalte ich mal zunächst ab, die Durchstandsbewährung, damit wir erstmal den Nachweis ohne sehen. Die Biegebewährung waren 12,06, das hatten wir ja vorhin kurz angeschaut bei dem Beispiel und da habe ich jetzt nicht hingescrollt, das müssen wir jetzt so mal glauben. Die Achsabstände der Bewährung liegen bei 4,3 und bei 5,9 cm. So, jetzt können wir in der Nachweissteuerung hier sagen, wir nehmen einen Näherungswert für die außermittigen Lasten. Das ist dann einfach der für Innenstütze. Oder wir rechnen ihn eben genau aus der Belastung. Die müssen wir natürlich noch vorgeben. Das sind wieder unsere beiden Zahlen. 1250 kN GK, Moment von 50 und QKN 535. So, und jetzt haben wir unseren Beta-Wert von 1,11 wieder berechnet und ich hatte ja die Durchstandsbewährung komplett erstmal abgeschaltet. Damit wäre das Fundament zunächst mal nicht nachweisbar. Der Rundschnitt wird auch hier an die Stelle 0,6D iteriert. Das ist auch das Gleiche. Aber hier können wir das Ganze noch steuern. Wir können sagen, maßgebender Rundschnitt für Bodenplatten und schlanke Fundamente genau. Das ist die Iteration. Oder vereinfacht. Das wäre bei 1,0D. Aber wir sehen hier für schlanke Fundamente. Und bei uns liegt kein schlankes Fundament vor. Also dürfen wir das nicht vereinfacht rechnen. Wir müssen hier immer iterieren. Also schalten wir wieder zurück. So, und jetzt könnte ich beispielsweise im Kapitel Durchstanzen einen Kopfbolzendübel wählen und dann kriege ich eben den Nachweis auch für diese Position, für diese Fundamentposition mit Kopfbolzendübeln geführt. Das nochmal als alternative Möglichkeit. Also im Programm ist der Standard Durchstandsnachweis, den man in bestimmt 90% der Fälle genauso führen wird, enthalten. Aber wenn wir mal Spezialdinge nachrechnen wollen, dann verwenden wir das Modul 290.de. Das hat eben noch mehr Parameter und mehr Möglichkeiten, wie wir Einfluss auf die Nachweisführung nehmen können. Ja, jetzt kommen wir zu dem zweiten Beispiel. Das ist die Decke mit einer Öffnung neben der Stütze. Also ich rufe nochmal das Modul S290.de auf. Ich nenne das mal Durchstandsstelle 1 und gebe jetzt die Deckenplatte vor. Deckenplatte ist schon richtig eingestützt. Unter Art, da können wir noch mal kurz einen Blick drauf werfen. Wir können mit dem Modul Innenstützen, Randstützen, Eckstützen, Wandenden und Wandecken rechnen. Das Ganze auch mit Stützenkopfverstärkungen zum Beispiel. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei der klassischen Innenstütze. 30 x 40 cm. Und wir haben jetzt als Besonderheit eben neben der Stütze noch eine Öffnung. Der Achsabstand der Öffnung zur Achse der Stütze soll 55 cm sein, in Y-Richtung 0 und die Öffnung ist 20 x 40 cm. So, jetzt haben wir erstmal geometrisch die Situation so abgebildet, wie eben in der Handberechnung gezeigt. Hier braucht man eine etwas höhere Betonfestigkeit, C3037. Die Höhe der Platte ist mit 30 cm schon passend. Und die Belastung, jetzt
arbeite ich mal direkt mit Bemessungslasten. Ich gebe der Situation einen Namen, zum Beispiel D für Design, eine ständige Situation. Und wenn ich das hier oben vorgegeben habe, dann kann ich bei der Eingabe der Lasten direkt auf diesen Namen, den ich eben vergeben habe, zugreifen und gebe hier die 1400 kN ein, mit der diese Stelle belastet werden soll. So, kommen wir zur Bewährung. Wir sagen, wir haben 25 Quadratzentimeter je Meter in der Decke schon mal als vorhandene Biegebewährung. Das ist jetzt einfach mal eine Annahme und die Achsabstände der Bewährung sollen 3 und 5 cm sein. So, und jetzt schalten wir zunächst mal komplett die Durchstandsbewährung ab und dann sind wir bei dem Ergebnis, was wir auch in der Handberechnung gesehen haben. Unser VED von 1,45 Newton pro Quadratmillimeter ist deutlich größer als unser VRD Max von 0,967. Also diese 1,4 mal 0,69, das ist ja der Faktor, der dazwischen steht. So, dann wäre der nächste Schritt, wenn wir jetzt das Ergebnis nicht von vornherein wüssten, wir müssen auf jeden Fall auf Kopfbolzen gehen, weil nur damit kriegen wir das VRD Max nochmal um den nötigen Betrag nach oben. Und ich wähle jetzt hier mal die Kopfbolzen der Firma Pico. Ja, und das ist dann der zweite Versuch sozusagen, das haben wir ja auch in der Handrechnung gesehen. Auch der scheitert. Auch damit schaffen wir nicht die nötige Tragfähigkeit VRD Max. Aber wir sehen schon einen Hinweis mit dem System Pico Plus, das ist das mit den horizontal liegenden Kopfbolzen, können wir eben die maximale Quertragfähigkeit weiter erhöhen. Ja, und im Programm sieht das einfach so aus, wir entscheiden uns für das andere System. Das Programm sucht jetzt schon die erforderliche Anzahl an Kopfbolzen. Wir sehen es, diese 10 Kopfbolzen, die wir ja vorhin händisch zurückgerechnet haben, bestimmt sich das Modul und in Abhängigkeit von Durchmesser und Abstand des Kopfbolzens. Also hier kann man den Durchmesser vorgeben, hier den Abstand der unteren Lage, wird dann eben das Bewährungsbild so gewählt, wie wir es hier dann sehen. Und wir sehen aber auch, dass wir eine Warnung kriegen, es gibt eine Kollision der PSH-Ankern mit den PSB-Ankern, also der horizontalen mit den vertikalen Ankern. Diese Kollisionsstelle, die sehen wir hier. Wir können diese geometrische Überprüfung auch abschalten. Das ist dafür gedacht, wenn Sie jetzt sagen, naja, es sind eigentlich noch alle Nachweise eingehalten. Ich löse das jetzt bei der Konstruktion, indem ich die Dübelleiste ein kleines Stück nach links verschiebe. Ich könnte es auch dadurch lösen, dass ich versuche, Einfluss auf die Anzahl und Anordnung der PSH-Doppelkopfanker zu machen. Die sind ja automatisch ermittelt. Ich kann da auch was manuell vorgeben. Mit weniger wird es nicht gehen. Das Modul ermittelt ja immer die Mindestanzahl an Kopfbolzen, die erforderlich sind. Also nehme ich mal für die Y-Richtung statt 3, 4. Also 4 Anker in jeder Richtung. Das gebe ich mal manuell vor. Versuche das mal damit. Das Problem scheitert aber dann an geometrischen Anforderungen, die in der Zulassung stehen. Also die Stelle wäre jetzt aufgelöst. Aber hier steht, dass der Abstand untereinander unterschritten wird, der Mindestabstand. Und das heißt, es passen in der horizontalen Richtung gar nicht mehr als 3 Anker rein, also gehen wir wieder zurück. Wir können aber auch auf die Anordnung der Kopfbolzen Einfluss nehmen und die sind hier in diesem ersten Eingabeblock geregelt. Wenn wir hier mal draufklicken, dann sieht man in der grafischen Hilfe die Bilder der Anordnung der Dübelleisten. Und wenn wir jetzt auf diese schmale Seite 2 Dübelleisten anordnen würden, dann würden die ja zwischen diesen horizontalen Ankern liegen. Und das ist zum Beispiel bei diesem Bild A12 der Fall. Jetzt können wir hier auf das X klicken, wählen A8 und B10 ab und die kleinstmögliche Form ist dann A12 und dann sehen wir, dann haben wir diesen Konflikt an der Stelle wieder aufgelöst. Ja, der Professor Minnert hat es schon gesagt, es wird da sehr voll. Ich habe auch im Chat schon eine Frage bekommen. Die Kollapsbewährung, die muss natürlich auch noch rein. Also das muss alles hier untergebracht werden, auch
Anschlussbewährung der Stützen muss man sich überlegen, passt die da noch durch? Man sollte diese Details sich konstruktiv natürlich genau anschauen, aber prinzipiell ist das eine sehr schöne Möglichkeit, um eben nochmal weitere Tragfähigkeit im Bauteil zu aktivieren. Gut, soweit die beiden Baustatik-Beispiele. Als nächstes möchte ich nochmal auf das Thema Mikrofee und Durchstanzen eingehen. Und zwar, wir haben ja vorhin schon so ein paar FAQs gesehen, gibt es dann noch eine weitere Frage, die bei uns in der Hotline immer wieder auftritt. Und zwar ist es die Frage des Einflusses von Lasten, die auf der Stütze oder auf der Wand stehen, für die wir gerade Durchstanzen nachweisen, die an der Durchstandsstelle direkt auf dem Lager stehen. Und die Frage ist, beeinflusst das die Berechnung mit einem FE-System? Da muss man sagen, ja, das tut's, nämlich aus dem einfachen Grund, unsere Lager, die sind immer als Federn abgebildet, darauf liegt die Decke und wenn ich da oben eine Last drauf drücke, dann drücke ich natürlich die Feder nach unten, die Decke verformt sich damit und damit entstehen an der Stelle Schnittgrößen, die dann irgendwie auch einen Einfluss auf den Durchstandsnachweis haben. Wenn wir das nicht wollen, wenn wir solche Einflüsse eliminieren wollen, weil eigentlich wollen wir beim Durchstanzen ja den Lastfluss von der Deckenplatte in das Lager betrachten, da bietet uns der Struktureditor eine wunderbare Möglichkeit, einmal die Aufgabe der Lastweiterleitung von der eigentlichen Bemessung der Decke oder in dem Fall von den Durchstandsnachweisen zu trennen und das Ganze getrennt zu betrachten. Wir geben unser System nur einmal ein, können aber ganz schnell mehrere Berechnungen ableiten, jeweils für den Zweck, den wir eben in diesem Moment verfolgen. Und wie man das macht, das zeige ich jetzt mal. Das ist das Einzige, was ich vorbereitet habe. Ich habe jetzt schon mal das Gebäude eingegeben, ein fiktives Gebäude. Mir ging es nur darum, dass einige Durchstandssituationen da mal vorkommen. Wir haben 5 Decken übereinander und wir wollen in der Decke über EG dann die Durchstandsnachweise führen. Das heißt, von 4 Decken, die darüber liegen, würden dann Lasten auf die Auflager drücken. Wir haben zwei Aufgaben. Wir wollen die Bodenplatte bemessen und wollen dafür die Lasten ermitteln. Das machen wir mit der Lastverteilung. Ich nehme einfach das System, sage über alle Geschosse, rechne von oben nach unten runter. Und das Programm macht jetzt dasselbe, wie man bei der klassischen Berechnung mit Mikrofee auch machen würde. Es legt 5 Deckenplatten an, es legt überall eine Lastübergabe an und in den folgenden Positionen eine Lastübernahme. Und von Hand müsste man eben jede Position jetzt einmal öffnen, einmal durchrechnen, bis man dann unten angelangt ist und das geht halt hier sehr bequem und einfach, indem man auf Berechnen drückt und das Programm rechnet einfach von oben bis unten durch und ich in der Zeit, wo ich es Ihnen erklärt habe, sind wir auch schon fast unten. Das würde natürlich manuell schon etwas länger dauern und der Eingabeaufwand ist, behaupte ich mal, genau der gleiche. Auch hier kann ich eine Decke einmal eingeben und ein paar Mal übereinander kopieren. So würde ich es ja in Mikrofee wahrscheinlich auch machen. Und jetzt sind wir schon am Ergebnis und sehen jetzt mal aus der Vertikalbelastung hier direkt die Stützenlasten unten an der Bodenplatte. So, und jetzt kommen wir ans Durchstanzen und auf die Biegebemessung der Platte. Jetzt wähle ich unter Teilsystem die 2D-Deckenplatte. Wähle die entsprechende Platte, jetzt hier die Decke über EG, ich bin jetzt in der rechten Eingabe, die ist jetzt umrandet, ein Klick mit Enter abschließen und jetzt wird zunächst mal Positionsname abgefragt, da sage ich mal okay, lassen wir so stehen und beim Lastabtrag könnte ich jetzt auf die Ergebnisse der Vertikallastberechnung zugreifen, wenn beispielsweise Stützen auf Decken stehen. In meinem Fall ist es nicht der Fall, in meinem Fall stehen ja alle Wände und alle Stützen schön übereinander, deswegen schalte ich hier keine Vertikalbelastung zu, sondern habe jetzt ein zweites Modell aus der gleichen Geometrie gebildet, aus den gleichen Lasteingaben, die ich hier im Modell schon vorgenommen habe, für Mikrofee, mit dem ich jetzt meine Durchstandsnachweise führen kann. Ich drücke jetzt einmal auf Freigeben und kann dann direkt das Modell in Mikrofee verwenden und habe ohne viel Mühe jetzt ein zweites unabhängiges
Berechnungsmodell erstellt, mit dem ich jetzt andere Untersuchungen wie eben die eben gezeigten vornehmen kann. So, jetzt muss ich mich ums Durchstanzen kümmern. Unter Details finden wir die Durchstanzstellen. Hier setze ich jetzt, lege ich die Bereiche fest, für die ich einen Durchstandsnachweis führen möchte. Ich mache das jetzt mal exemplarisch. Eine Wandecke, ein Wandende, eine Innenstütze, eine Randstütze und eine Eckstütze. Ob das jetzt die maßgebenden sind, das ist mir an der Stelle jetzt nicht so wichtig. Mir geht es jetzt erstmal ums Prinzip, wie man die Durchstandsstellen setzen kann. Und unter Nachweise können wir jetzt direkt den Durchstandsnachweis führen. Und wir sehen jetzt schon in der grafischen Übersicht direkt das Ergebnis. Die rote Linie, das ist ja die Länge des kritischen Rundschnitts, so wie er direkt angesetzt wurde. Hier stehen dann Zahlen an den einzelnen Rundschnitten. Das liegt an der Ausgabe, Durchstandsbewährung, Quadratzentimeter je Rundschnitt. Hier wird von Bügelbewährung ausgegangen. Hier steht Versagen, also da müssen wir nochmal nachschauen, was wir mit der Stütze machen können. Und hier in der Eckstütze, da bräuchten wir auch entsprechend eine Durchstandsbewährung. Ja, und wenn hier keine Zahlen stehen, dann ist der Nachweis direkt schon erfüllt ohne zusätzliche Durchstandsbewährung. Also wir haben jetzt noch drei Stützen, um die wir uns kümmern müssen. Bei den Stützen sieht man jetzt, der Rundschnitt, der geht bis ans Ende unserer FE-Platte. Wir haben die FE-Platte auf Achsen bezogen modelliert. In Wirklichkeit wird das Ganze aber in der Regel so ausgeführt, dass natürlich die Deckenkante an der Außenkante der Stütze entlang läuft. Und da würden wir jetzt ein kleines Stückchen von dem Rundschnitt verschenken, weil die Last ist ja die gleiche, die wir übertragen, aber der Rundschnitt wird kürzer. Also ist der Nachweis jetzt an der Stelle zwar auf der sicheren Seite, aber auch unwirtschaftlich. Und da haben wir die Möglichkeit, bei diesen beiden Positionen, das gilt auch für die Randstütze, die Rundschnitte entsprechend zu verlängern oder zu vervollständigen, wenn ich da auf Übernehmen drücke und das Ganze noch einmal durchrechnen lasse, dann sehen wir, dass der Rundschnitt auch länger dargestellt wird und bei der Eckstütze haut es tatsächlich hin, dann kommen wir bei der Eckstütze auch weiter ohne Durchstandsbewährung aus. Ja, und die beiden Stützen möchte ich mich jetzt in Mikrofee nicht weiter kümmern. Ich weiß, hier ist noch was zu tun. Hier muss ich noch Durchstandsbewährung anordnen. Ich möchte das mit Kopfbolzendübeln machen. Das geht in Mikrofee nicht, aber mir steht mit dem Modul für das Durchstanzen der Detailnachweis in der Baustatik zur Verfügung. Und dann kann man eben die Angaben und Berechnungsergebnisse aus Mikrofee direkt in die Baustatik über den Detailnachweis übernehmen. Und das machen wir jetzt nochmal. Ich verlasse Mikrofee. Gehe zurück in die Baustatik. Jetzt muss ich zunächst mal die Deckenplatte, die Mikrofee-Deckenplatte über S019 einfügen. Ich gebe hier wieder den Namen, das war die D002, Decke über Erdgeschoss. Ich muss das Mikrofee-Modell auswählen und die entsprechende Ausgabe. Wir haben nur eine Ausgabe. Das ist die Ausgabe 1 und dann können wir uns jetzt direkt auch nochmal die Durchstandsnachweise in der Baustatik anschauen, die wir schon geführt haben. Hier haben wir die Ausgabe der Durchstandsstellen und hier sehen wir zum Beispiel für diese Ecksituation die Durchstandsstelle 1 ist keine Durchstandsbewährung erforderlich und so weiter. Dann haben wir bei der Durchstandsstelle 2 auch nichts und bei der Durchstandsstelle 3, das war die Innenstütze, die kommt jetzt hier, da hätten wir jetzt ohne weitere Nachweise ein Durchstandsversagen. Und die 4, das ist die nächste, ist die Randstütze, die gilt es auch nochmal anzuschauen. Wir können jetzt den Detailnachweis führen, indem wir im Fenstermodell die Deckenposition markieren, dann erscheint hier oben in der Menüleiste ein Kontextmenü für den Detailnachweis. Wir wählen die Schaltfläche Position neu. Hier finde ich jetzt alle meine 5 angelegten Durchstandsstellen. Ich möchte mich jetzt um 3 und 4 kümmern, sage OK und jetzt kriege ich automatisch die Durchstandsstellen angelegt, kriege Baustatikpositionen erzeugt. Wir übergeben die Geometrie der Decke, die Materialeigenschaften der Decke, die Geometrie der Stütze,
und natürlich die Durchstandslasten und auch die vorhandene Biegebewährung, die das Programm schon automatisch mit dem Durchstandsnachweis geführt hat. Und was wir dort als erforderlich AS berechnet haben, nehmen wir mal hier als vorhanden mal mindestens an. Ich könnte natürlich auch im Mikrofin noch Zulagen einbauen, das soll aber jetzt an der Stelle nicht Thema dieses Vortrags sein. So, wir haben jetzt die Belastung, jetzt kümmern wir uns noch um die Bewährung. Hier hatten wir jetzt Erhöhung der Zulagen eingeschaltet und eine Bügelbewährung. Üblich, jetzt nehmen wir einfach mal die Bewährung von Schöck, ist eigentlich an der Stelle mit Kopfbolzen zu arbeiten für Decken. Und da kommen dann diese 6 Schöck Bowl Durchstandsbewährung an. Also ich habe es gerecht auf alle Hersteller jetzt verteilt. Ich habe einmal Halfen, einmal Schöck und einmal Pico genommen. Ja, und dann gucken wir uns nochmal die Randstütze an. Da sieht man jetzt auch, dass die Geometrie oder die Einbausituation mit abgebildet wird, auch mit dem verlängerten Rundschnitt, den ich an der Stelle jetzt tatsächlich bis Außenkante der Stütze geführt habe. Und bei dem möchte ich jetzt mal versuchen, ohne Kopfbolzendübel auszukommen. Hier sage ich jetzt mal keine zusätzliche Durchstandsbewährung, einfach nur eine Erhöhung der Biegebewährung durch Zulagen. Da kommt jetzt noch mal etwas bisschen Unrealistisches raus. Durchmesser 10 alle 5, das ist mir zu eng. Und dann kann man einfach den Mindeststababstand, sagen wir mal, auf 15 cm setzen. Und dann wird das Ganze mit Durchmesser 16 alle 17,5 abgedeckt. Und wir haben an der Stelle dann den Nachweis auch geführt. Also zusammenfassend kann man sagen, wir haben das Durchstanzen an mehreren Stellen bei uns in der Worksuite verankert. In den Programmen wie dem Fundament oder dem Mikrofee kann man ganz gut die Standardfälle abdecken. Wenn es dann immer spezieller wird, man mehr in die Bemessung eingreifen will, dann lohnt es sich, das Ganze mit dem Modul S290 nochmal detailliert zu rechnen. Hier haben wir weitreichende Möglichkeiten, sehr detaillierte Nachweise zu führen.